irgendwie auch beruhigend. Bestochene Zeugen, manipulierte Gesetze, England und Schottland im Kampf, das Verhältnis von Macht und Moral, genau darum geht es in dem Klassiker Maria Stuart von Friedrich Schiller. 1800 feierte das Trauerspiel seine Uraufführung am Weimarer Hoftheater. Nun ist das Königinnendrama auf der barocken Kulisse des Eckhoftheaters in Gotha zu sehen. Brecht endlich euer Schweigen! Lasst mich wissen, was ich zu fürchten, was zu hoffen habe. Schließt eure Rechnung mit dem Himmel ab. Schuldig, so lautet das Urteil für Maria Stuart. Schließlich soll sie Beihilfe zum Mord geleistet haben. Die Königin von Schottland sucht Hilfe, aber die Intrigen nehmen weiter ihren Lauf. Schillers Klassiker, klassisch inszeniert, das muss sein. Ich liebe die schillersche Sprache und das ist die Grundlage für alles, weil diese Sprache ist sehr, sehr präzise und gut gewählt. Natürlich jetzt auch nicht unbedingt leicht zu sprechen, aber wenn die da gearbeitet ist, dann ist es dennoch so, dass das sehr, sehr spannend ist und gar nicht so viele andere Dinge mehr benötigt, weil die Sprache eigentlich alles trägt. Oben am Rang kommt jedoch nicht jedes Wort deutlich an, aber das Publikum verzeiht es. Mir gefällt immer wieder im Eckhoftheater dieses wandelnde Bühnenbild. Sobald das Klingelglöckchen erschallt, ändert sich das. Und das finde ich toll. Also dieses Bühnenbild ist schon gigantisch. Wir haben die Zauberflöte in der Semperoper nicht klassisch, eher Teletubby-mäßig erlebt. Die Musik ist auch toll. Aber ich muss sagen, hier dieses so klassisch zu erleben, ist ein Erlebnis. Dafür sorgen natürlich die Schauspieler und der Stoff. Denn der ist auch über 200 Jahre später noch aktuell. Ein politischer Konflikt, Machtmissbrauch, Eifersucht und falsche Rollenbilder. Muss eine von uns Königinnen fallen, damit die andere lebe? Kann ich denn nicht die sein, welche weicht? Der Herrscher muss hart sein. Und mein Herz ist reich. Das stimmt dann doch nicht, auch wenn etwas Hoffnung bleibt. Man erwartet natürlich ein schönes Ende. Ja, das gibt's leider nicht. Das steht ja schon fest. Ja, das hat Schiller schon festgelegt. Und ihm bleibt die Inszenierung treu. Noch bis zum 12. August fällt Marias Kopf in Gotha. Aber das wäre durchaus meine Marktlücke. Maria Stuart mit Happy End. Wer weiß, vielleicht findet das ja Freunde. Thüringens derzeit schnellster Mann aus Erfurt hat eine Mission.